Hi, ich bin Kevin, ich bin 42 Jahre alt. Das erste Mal kam ich mit circa 10 Jahren mit Pornografie in Berührung. Hier begann eine gut über 30 Jahre lange Reise mit der Sucht nach Pornografie. Eines der ersten Dinge, mit denen ich zu tun hatte, war Voyeurismus. So versuchte ich, in Garderoben zu sehen. In meiner Zeit im Gymnasium probierte ich Dinge wie in Umkleidekabinen bestimmter Geschäfte zu schauen. Ich fuhr zu bekannten Plätzen, von denen ich wusste, hier würden junge Frauen vorbeikommen. Ich masturbierte im Auto, manchmal wurde ich dabei gesehen, ein anderes Mal wieder nicht. Diese Erfahrung brachte mir einfach so einen unglaublichen Kick. Es gab in meiner Umgebung mehrere Familien, die junge Töchter in meinem Alter hatten. Diese saßen oft vor dem Haus, zum Beispiel auf den Stufen. Hier lief ich dann nackt an den Fenstern umher. Ich ging sogar so weit, das klingt vielleicht verrückt, dass ich ohne Kleidung raus vor das Haus ging. Eine andere Sache, in die ich rutschte, war ein starker Fetisch für Damenunterwäsche. Ich versuchte, diese vor allem von mir persönlich bekannten Frauen zu bekommen. Ich begann, die Stripclubs hier in Chicago zu erkunden. Eines Tages war ich in einem dieser Clubs und hatte gerade meinen Eintritt bezahlt. Bevor ich in diesen Club selbst ging, ging ich für gewöhnlich auf die Toilette. Ich kam an diesem Tag gerade hiervon zurück und wollte die Tür zum Club öffnen, als genau vor mir ein Mann aus meiner Kirche stand, den ich schon ewig kannte. Was sagst du dazu? Es war ein älterer Mann, den ich achtete und mit dem ich schon lange als Teenie zusammenarbeitete. Und natürlich hat er mich genauso gesehen, denn er ging in die Toilette und ich kam gerade heraus. Und obwohl ich meine $20 Eintritt gezahlt hatte, lief ich schnellstens zur Tür hinaus. Ich bekam Angst und befürchtete, dass er meine Tarnung auffliegen lassen würde. Was er nicht tat, denn er sollte eigentlich auch nicht hier sein. Das war wirklich eine Erfahrung, die ich nicht alleine verarbeiten konnte. Ich sprach also mit meinem Pastor und erzählte ihm, was passiert war. Aber ich bekam eigentlich nicht die Reaktion von ihm, die ich erhofft hatte. Ich dachte, er würde mir etwas mehr Unterstützung anbieten. Stattdessen sagte er nur, lass uns darüber beten. Und dann sagte er etwas, das mich fast umgehauen hätte. Er sagte, sprich mit keinem anderen darüber. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott und mir und sollte nicht mit anderen Leuten diskutiert werden. Denn sexuelle Probleme sind nicht als Thema für Diskussionen geeignet. Ich werde mich natürlich daran halten, denn schließlich ist er mein Pastor, dachte ich. Als ich Mitte 20 war, kaufte ich meinen ersten PC. Ab da brauchte ich keine Angst mehr zu haben, erwischt zu werden. Keine Angst mehr vor diesen Peinlichkeiten. Oder dass meine Familie etwas davon mitbekommt. Diese Probleme gab es nicht mehr, weil alles direkt in meine Wohnung kam. Ich war gefangen in diesen Sachen. Es war völlig unmöglich, damit aufzuhören. Ich kam zu dem Punkt, an dem ich meine Pistole nahm, die ich im Haus hatte. Ich hatte sie bereits geladen. Ich spannte sie, hielt sie an meinen Kopf und dachte, es wäre so einfach, diesen Wahnsinn ein Ende zu machen. Es vergingen mehrere Jahre danach, in denen sich eine tiefe Freundschaft zu einer jungen Frau entwickelte. Nachdem wir uns 3 Monate lang trafen, habe ich ihr in einem fast 3-stündigen Gespräch alles geschildert. Ich erwartete wirklich, dass sie mich fallen lässt. Aber stattdessen fragte sie mich, wie kann ich dir helfen? Ich begann zu begreifen, dass da Licht am Ende des Tunnels war. Außerdem kam ich zu dieser Zeit mit einem Dienst im Internet in Kontakt, mit dem Namen Pure Online. Langsam fand ich Halt. Ich installierte einen Online-Filter, den ich durch einen Besuch bei der XXXChurch.com fand. Dies war nicht allzu lange, nachdem sie begonnen hatten, ihren Dienst zu starten und vor der Pornografie zu warnen. Die Tatsache, dass sie so offen waren, war genau das Gegenteil von dem, was man mir einst eintrichtete, nämlich, dass ich als Christ meinen Mund halten sollte. Aber sie sagten, nein, rede darüber. Lass die anderen Leute wissen, was das Problem ist und wie der Kampf ist, um den es geht. Da begann ich, mit erhobenem Haupt mit der Sache umzugehen. Mir wurde klar, dass ich an eine Lüge glaubte. Und jetzt sehe ich die andere Seite.
und beginne mit einer völlig neuen Erfahrung, in Freiheit zu leben, nämlich die Freude an echter Intimität im Rahmen meiner Ehe. Ich will nicht mehr zurück. Und selbst wenn ich stolpere und falle, habe ich nicht mehr den Wunsch, wieder in dieses süchtige Verhalten abzugleiten und stundenlang vor dem Computer zu sitzen, um mir diese Dinge anzusehen. Wahres Leben ist ein Leben abseits von diesen Dingen.